Glossy Box, Glossy Box, Glossy, 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 Glossy Box, Glossy Box, Glossy, Glossy, Glossy Box, Jan. Hallo meine Lieben, willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Die Glossy Box Jan hat mich erreicht und wenn du wissen willst, was da drin ist, bleib dran. Wie immer machen wir das gute Stück mal auf. Sie ist genauso aufgemacht wie die normale, herkömmliche Glossy Box. Ja, mit diesem Wolke 7 Design, mit den Wölkchen drauf und dem Farbverlauf hier unten dran. Die Box habe ich ja schon da. HelloFresh, 30 Euro und eine kleine Leseprobe von Save Me Mona Custom. Die lese ich ja immer ganz, ganz gerne durch. Ist eine schöne Inspiration für Bücher, die man kaufen kann. Da sind die Produkte drin, da schaue ich gleich mal rein. Schleifchen habe ich schon aufgemacht. Und der Moment, wenn man das Seidenpapier öffnet. Die Glossy Box Young, die kostet knapp 10 Euro und kommt alle 2 Monate. Als erstes kommt mir ein Produkt entgegen. Das ist von Schebens, Anti-Pickel-Maske, antibakteriell, vermindert den Hautfettgehalt. Australisches Teebaumöl und Patenol ist enthalten bei unreiner und fettiger Haut. Sehr, sehr schön. Schemesmasken liebe ich sehr, sehr gerne. Habe ich wirklich eine Menge da. Dann kommt mir entgegen eine kleine Testgröße Bruno Banani Woman's Best Eau de Toilette 0,7 Milliliter. Die Bruno Banani Parfüms, die gefallen mir nicht so, aber das werde ich trotzdem mal ausprobieren. Passend dazu Bruno Banani Woman's Best, eine Bodylotion dazu. Schnuppern wir mal, weil so wird das Parfüm dann auch wahrscheinlich riechen. Ja, ist in Ordnung. Ist süßlich, frisch, sportlich. Ist in Ordnung. Als nächstes kommt mir entgegen, das finde ich super, weil die hat mich nämlich sehr interessiert. Das ist ein neues Produkt. Palmolive, Handseife und Lotion ist nämlich enthalten. Und zwar Shea und Kakaobutter. Genau, ist eine cremige Handseife, die eine Lotion enthält und somit besonders viel Feuchtigkeit spendet. Und das ist mir sehr, sehr wichtig, weil die sehr austrocknen, wenn man sich oft die Hände wäscht. Und das ist mal eine gute Alternative, werde ich ausprobieren. Dann kommt mir als nächstes das Schauma-Shampoo entgegen. Nature Moments marokkanisches Arganöl und Macadamiaöl. Reparatur und Pflege, Shampoo, trockenes und geschädigtes Haar. Das ist ja auch neu auf dem Markt. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Schauma-Produkte interessieren mich jetzt eigentlich nicht so. Der Geruch ist himmlisch. Da bräuchte ich noch die passende Spülung dazu und dann wäre es perfekt. Ich habe aktuell sehr, sehr viele Shampoos angebrochen. Mal gucken. Und eine Mascara kommt mir jetzt nochmal hier entgegen. Die ist sehr, sehr, sehr hübsch aufgemacht. Da ist so ein kleiner Vogel oben dran. Ein Kolibri oder sowas. Sehr schöne Verpackung. Sieht sehr hochwertig aus. So Susan Skincare Color Performance. Und zwar ist es die Flutter Mascara. Ja, muss mal ins Heftchen gucken, die werde ich jetzt nicht aufbrechen. Ich hatte in letzter Zeit so, so viele Mascaras in den Boxen drin. Die bleibt erstmal zu. Und sehr schön von Alverde ein Lippenstift. Color and Care. Ja, ein DM-Produkt, ein Drogerieprodukt und die Farbe ist pink. Ich glaube mit einem Schimmer drin. Okay. Probiere ich mal aus. Swatch ich mal. Ja. Sehr, sehr kräftiger Farbton. Es ist so ein, ja, ein bäriger Ton eher. Das erkennen. Ist nicht so mein Farbschema, aber gut. Somit ist die Glossy Box Young geleert. Das waren mit dem Pröbchen zusammen 2, 4, 6. Es waren 7 Produkte enthalten mit dem Pröbchen. Ungewöhnlich waren es tatsächlich 7 Produkte.
die hier drin enthalten sind. Und ich sehe gerade an meinem Flyer oder Heftchen, dass da die Hälfte gar nicht drauf ist. Also kann ich euch den Preis auch gar nicht nennen. Jetzt mal schauen. Und zwar fangen wir mal an mit der Schaumann Nature Moments Reihe. Marokkanisches Arganöl und Macadamiaöl Shampoo. Dieses Shampoo ist pure Haarliebe. Pflege deine Haare mit marokkanischem Arganöl und Macadamiaöl. Beides repariert und so weiter und so fort. Originalprodukt 1,25 Euro. Dann habe ich hier noch drauf diese Bodylotion. Starte verführerisch frisch in den Tag. Die feuchtigkeitsspendende Körperlotion kombiniert handverlesene Zutaten wie frische Pink Grapefruit, weiche Orange, fruchtiges Birnensorbet, feminine Rose, ein Hauch Waldbeeren, Panna Cotta und Sandelholz-Flair zu einem extrem weiblichen Duftmix. Okay, das ist ein Originalprodukt mit 50 ml. Nein, ist es nicht. Okay, das Originalprodukt 150 ml würde 10 Euro kosten. Das sind jetzt 50 ml, also ein Drittel, wird also knapp 3,50 Euro, sowas um den Dreh. So, dann habe ich noch, genau, die Handseife ist noch hier mit dabei. Cremige Handseife ist eine reine Wohltat für deine Hände. Sie enthält eine Lotion, die besonders viel Feuchtigkeit spendet und deine Haut besonders in der kalten Jahreszeit ultraweich pflegt für ein zartes Gefühl jeden Tag. Das ist ein Originalprodukt 1,39. Ja. Drogerieprodukte sind hier groß vertreten. Gut, das war dann ein Pröbchen, das war ein Goodie. Dann ist hier auf meiner Liste ein Alverde Lidschatten drauf. Ja, gebackener Lidschatten Golden Brown. Ich habe einen Lippenstift in der Nummer 29 Fuchsia. Surprise, surprise, im Valentinsmonat möchten wir dich überraschen. Daher haben wir ein ganz besonderes fünftes Produkt für dich ausgewählt. Und ich habe hier zwei Sachen als fünftes Produkt quasi. Muss mal schauen, die Schäbens-Anti-Pickel-Masken kosten so knapp einen Euro. Nehme ich jetzt einen Euro als Wert. Und diese Mascara, da werde ich euch den Preis jetzt einblenden. Ich muss mal im Internet schauen, was die so für einen Wert hat, das würde mich mal interessieren. Sag mir mal Bescheid, schreib mir mal in die Kommentare, die Glossy Box Young hatten, ob sie dieses Produkt auch drin haben. Ansonsten steht hier noch drauf, in diesem Monat feiern wir die Freundschaft, vor allem zu unseren liebsten Schätzen, die neuen Beauty-Produkte, die im Valentinsmonat bei dir einziehen. Solche Freunde kann schließlich jeder gebrauchen, oder? Viel Spaß beim Entdecken und Ausprobieren, wünscht dir deine Glossy Box Young. Sehr, sehr schön. Den Gesamtwert blende ich euch jetzt wie immer ein und mir hat die Box bisher ganz gut gefallen. Es ist sehr drogerielastig, bis auf diese Mascara. Ist aber nur 6 Monate haltbar, also ich muss mal gucken. Ich will sie auf jeden Fall nicht aufbrechen. Da sind jetzt Artikel drin, die ich jetzt nicht unbedingt hätte brauchen können. Die Sachen hätte ich mir fast alle in Drogerie kaufen können, bis auf die Mascara, die kenne ich so nicht. Da sind es alles Drogerieprodukte, die hätte ich mir auch so in der Drogerie kaufen können, hätte wahrscheinlich nicht dazu gegriffen. Ich werde sie weiterhin noch behalten. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Einschalten, Zuschalten, Vorbeischauen. Ich würde mich gerne über einen Daumen nach oben freuen und ein liebes Kommentar. Außerdem über ein Abo, damit ihr keines meiner weiteren Videos einfach verpasst. Und lasst euch nicht ärgern, bleibt mir alle gesund. Bis dann. Mua.